Erding in Aufruhr. Der gesamte Rathausplatz quillt über von jugendlichen Fans. Der unwiderstehlich schöne Anlass: Germany's Next Topmodel Sarah Nuru trägt sich ins goldene Buch der Stadt ein. Unterwegs für Münchner Merkur, TZ und Erdinger Anzeiger: Alena Gerber mit dem großen Star-Interview. Jetzt warte ich hier schon eine Weile auf sie, aber ich glaube, es lohnt sich, weil sie steht schon da hinten, gibt gerade noch ein paar Autogramme und dann ist es gleich soweit. Sarah, wie geht's dir? Gut, also ich bin gerade total geflasht, ja, nee, ich bin überwältigt. Also ich habe nicht mit so vielen Personen gerechnet und vor allem, weil ich habe im Auto, da haben gesagt, ja, wie viele Leute sind so da am Telefon? Und so, ja, kommen noch so viele. Und da habe ich gedacht, oh je, kommt niemand. Und dann bin ich da gekommen und standen vor dem Eingang halt ein paar Leute und ich dachte, das wär's. Und ich so, oh, immerhin, ja. Und dann habe ich diese Tribüne, ich bin hin und weg, ich bin total, ich glaube, mir fehlen die Worte. Es war echt toll und schön, wieder alte Gesichter zu sehen. Also ich habe zufällig in der ganzen Masse meine Nachbarin gesehen. Die haben wir auch schon getroffen. Ja? Neben der du 10 Jahre gelebt hast, ne? Genau. Und es ist echt toll, schön. Hast du viele Gesichter gekannt? Ja, es waren halt sehr viele Jüngere da und die, klar, kenne ich natürlich nicht, aber so die Älteren und so ein paar Gesichter, die erkennt man immer. Also das ist dann schön und dann bin ich auch gleich hin und habe die gegrüßt, weil, ja, wie immer halt, ne, wie früher, es war schön. Du lebst jetzt in München oder wo lebst du? Genau, ich lebe in München schon seit 99. Ach so. Mhm, sind wir dann umgezogen von Erding nach München. Dann interviewe ich dich wieder, wenn es ins Goldene Buch für München geht, oder? Ja, ich hoffe doch, ne? Aber es soll ja... Also Erding bin ich schon total zufrieden. Ich freue mich und es finde ich eine Ehre, dass ich das machen darf. Bist du noch manchmal hier? Ja, schon. Also ich war, glaube ich, vor 2 Wochen hier, weil immer wenn Familienfeiern gibt, meine Verwandten nehmen hier noch. Und ja, dann bin ich in Erding und dann bin ich dann hier in Cruise mal durch die City und bin jedes Mal immer so überrascht, weil es immer so neu ist. Also es hat sich schon viel verändert. Wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du nicht diesen Titel gewonnen hättest? Was meinst du? Ja, da hätte mich niemand gekannt, hätte keinen meinen Namen geschrien. Ja, da würde ich immer noch leben. Ich war mit meinem Leben davor ja auch zufrieden. Also, was hast du denn gemacht? Ich hatte noch ein Jahr vor mir. Ganz normal bin ich zur Schule gegangen, habe nebenbei gearbeitet, habe verkauft und ja, jetzt sowas. Jetzt bin ich hier. Du hast nicht damit gerechnet wahrscheinlich, oder? Germany's Next Topmodel. Nee, natürlich nicht. Also ich habe natürlich gehofft und gefiebert und aber ich bin nicht davon ausgegangen, nein. Nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und gibt es noch irgendwas Heimtückisches an diesem Job jetzt? Irgendwas, was dir nicht so gefällt? Oder hätte ich mir vorher nicht so gedacht. Ja, es gibt viele Aspekte, wenn es dann heißt, das Dach so früh ausstehen. Also es ist heute immer so alles easy und einfach aus. Ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Man muss sehr diszipliniert sein. Man muss fit sein. Man muss sich um seinen Körper kümmern. Weil man einfach schon allein, weil man ständig unterwegs ist, muss man auch, also nicht nur, dass man schön ausschaut, oberflächlich gut aussieht, sondern auch einfach gesundheitlich einem gut geht. Und ja, viel Schlaf und ja, das ganze Hin- und Reisen, Jetlag und so. Ja, aber ich bin ja gerade in dieser Phase, wo ich das alles erkundige und ja. Auch der Bürgermeister war sichtlich angetan von dem schönen Ehrengast. Ich habe mich riesig gefreut, dass die Sarah Nuru in Erding Zeit hatte, vorbeizuschauen. Es war genauso, wie ich es mir gewünscht habe, nämlich für unsere vielen Kinder und Jugendliche, die nicht nur vor dem Fernseher sie jetzt erlebt haben, sondern live sie in Erding in ihrer Geburtsstadt gesehen haben. Was Schöneres gibt es gar nicht. Eine klare Sache. Mit Topmodel Sarah Nuru sind Erding und Bayern um eine Attraktion reicher.